Test, 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 111, Test, 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 111, Test, Test, Test. Test, 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 111, Test, 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 111, Test, Test, Test. Test, 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 111, Test, 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 111, Test, 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 111. Test, Test, 111. Test, 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 111, Test, 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 111, Test, 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 111, Test, 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 Test. Thank you.
Und obwohl wir auch als Queers und deren Friends und Allies wissen, dass diese Gesellschaft momentan uns als ja, die, die wir sind, besonders hart herausfordert in einer Weise, die völlig indiskutabel ist, es ist mir auch nochmal wichtig, daran zu erinnern, dass queere Partys auch politische Räume sind und dass wir als Queers sehr wohl Politik und Party zusammenzudenken wissen. Ja? Und deswegen auch nochmal ein warmer Gedanke und ein großer, fester Herzschlag an alle Queers, die vielleicht woanders gerade sind. Achtet aufeinander, bleibt wehrhaft, bleibt sanft, kümmert euch umeinander. Die Kultur trägt dazu bei, dass wir da sein können, wo wir sein wollen, zum Beispiel heute Abend hier im Schwutz. Wir haben es gerade schon von ihr selber gehört, Melissa. Kolokisagil ist die Kuratorin des heutigen Abends. Auch sie werde ich später interviewen, so wie alle Artists, die heute Abend auf dieser Bühne stehen werden. Das heißt, zwischen den Gigs gibt es immer einen kurzen Interviewpart. Könnt ihr gerne dabei bleiben und ein bisschen zuhören oder euch hier nochmal austoben und ausschwärmen im Haus. Aber wir treffen uns dann immer wieder hier vor der Stage für drei wundervolle Performances heute Abend von Femdom, von Zebra Cats und von Cuckoo Chloe, und das ist tatsächlich ein krasses Trio, ein krasser Dreiklang, den wir heute Abend erleben dürfen, und ich bin jetzt schon total aufgeregt und gespannt, weil ich in der letzten Staffel auch so viele tolle neue Musik kennengelernt habe, und ich freue mich sehr, dass ihr nicht die Gelegenheit verstreichen habt, lassen euch hier einzufinden. Denn diese Bühne wird heute Abend von einer Person musikalisch eröffnet, die derzeit an ihrem Debütalbum abarbeitet, die sich gerade auf Stages erprobt, mit ihrem Sound zwischen Synth und Trap und Hip-Hop. Und ich wünsche mir von Herzen, liebe Crowd, die ihr hier seid und ihr auch sozusagen energetisch und mit Liebe von daheim, dass ihr sie sanft und euphorisch durch ihren ersten Schwurz-Gig begleitet. Ich bin gespannt, freut euch mit mir auf Femdom, unterstützt von Migraine. Hi, ich bin Femdom und mein erster Song heißt Strangers Again. Just
Der nächste Song heißt Tequila. Das ist auch der Song, den ich zuletzt released habe. Genau, ich wollte einen Song schreiben über Tequila. Also. Der nächste Song heißt Make You und das ist auch meine erste Single, die ich released habe. Viel Spaß! Those nights, so many trips.
Dankeschön. Bei den letzten Songs habt ihr bei den Backing Vocals Merit gehört. Kann heute leider nicht hier sein, aber einmal einen Applaus und danke. Danke an dich, Merit. Genau, der nächste Song heißt Liar. Viel Spaß.
Nächster Song ist auch schon mein letzter Song und der heißt Waterfalls. Den habe ich geschrieben, als ich am Crushen war. viel Spaß.
schön, wie schön, wie schön. Ich bin noch nicht Dankeschön. Da. Das zweite Mal, dass dieses Set überhaupt auf die Bühne gebracht wurde, liebe Leute. Fandom Migraine. Sehr, sehr schön. Oh. Wunderbar. Vielen lieben Dank an euch beide. Wir beide treffen uns gleich noch zum Gespräch. Ja. Liebe Leute, das war schön. Das war so richtig. Ich habe schon das... Ja, genau. Ich habe schon die Version mit dem großen Orchester gehört. Ja, ihr wisst. Wir treffen uns kurz zum Gespräch. Ihr könnt gerne dabei sein und zuhören oder euch neue Getränkchen organisieren, eine Runde flirten, Zigarettchen rauchen, Pipi machen. Ihr wisst, wir sehen uns gleich wieder hier. Bis gleich. Ich komme. Ja, ja, ja. Genau. Fandom. Mir ist noch ganz warm ums Herzchen. Das war sehr, sehr schön. Das war so richtig wohlig. Und ach, meine Güte, hast du es ein bisschen genießen können? War es schön für dich oder war die Aufregung größer? Ich fand es sehr schön. Ich freue mich, dass so viele FreundInnen hier sind heute Abend. Und ja, es war richtig schön. Toll. Sag mal, man kennt das ja oft, dass Artists, die eigentlich schon lange dabei sind und erfahrene MusikerInnen sind, irgendwie recht spät von der Mainstream-Musikindustrie oder so wahrgenommen werden, da werden die immer noch als Newcomer bezeichnet. Wie ist es bei dir? Bist du tatsächlich frisch dabei oder gibt es schon noch zahlreiche Vorgängerprojekte, von denen wir erfahren dürfen? Ich habe schon immer Musik gemacht, in Schulbands, Abi-Bands, in anderen Bands, aber ich habe immer nur Instrumente gespielt. Das ist mein erstes Solo-Projekt. Genau. Das heißt, wenn das jetzt gerade der zweite Auftritt mit diesem Set war, ist es jetzt das zweite Mal gewesen, dass du deine Stimme auch als Instrument in der Form genutzt hast auf so einer Bühne. Ja. Oh, schön. Okay, und wie ist das, was ist so deine Motivation oder deine Vision für das Projekt? Meine Motivation ist so ein bisschen, meine Songs nach außen zu tragen. Musik ist für mich ein absoluter Coping-Mechanismus. Und ich freue mich auf jeden Fall, meine Geschichten zu teilen. Ich habe gesehen, dass du so ein paar ästhetische Signatures hast. Zum Beispiel, da schreibst dein Artist-Name klein. Auch deine Songs sind ausschließlich in kleinen Buchstaben geschrieben. Gibt es da so ein paar andere typische audiovisuelle oder akustische oder sonstige Spezialitäten, die du so einbindest? Ja, zum Beispiel Texture Sounds in meinen Songs. Ich liebe Produzieren. Es ist ein ganzes Universum an Sounds und Samples, die man verwenden kann. Zum Beispiel bei Tequila, bei meinem letzten Song, hat man am Anfang den Mars, den Planeten für Sex und Aggression. Und ich habe das mit meinem Co-Producer Migraine eingefügt, weil wir auf Astrologie stehen, weil wir queer sind, aber weil wir es auch passend fanden für den Song. Das heißt, ihr arbeitet auch super eng zusammen und seid auch von, du bist auch von A bis Z in den Produktionsprozessen beteiligt. Ja, genau. Okay. Und wie verhält sich das so mit Lyricism, also mit Texte schreiben und Producing? Wie geht das bei dir zusammen? Wie fügst du das ineinander? Ich fange an, Texte zu schreiben und zu produzieren in meinem Zimmer. Dann gehe ich ein Zimmer weiter und klopfe bei Migraine. Und dann fügen wir alle kleinen Details ein und alles, was ich mir so vorstelle. Und dann produzieren wir den Song zu Ende. Okay, also ich habe auf jeden Fall großen Respekt vor Producing-Prozessen, weil ich bin zwar schon lange Musikerin, aber ich kann nichts. Also ich kriege den Computer eingestellt, im besten Fall noch ein Programm gestartet und dann kapituliere ich schon, weil es einfach für Leute, die das nicht wissen, wie so Producing-Programme, also Softwares funktionieren, das ist wirklich
unfassbar riesig, aufwendig, 1000 Knöpfe, Rädchen, Plugins, noch zusätzliche Dinge. Es ist wirklich, man kann da drin verschwinden, wenn man will. Oder eben auch eine Menge draus ziehen und dann super selbstbestimmt Musik machen, ja, wie in eurem Fall. Auf jeden Fall. Voll schön. Und sag mal, also wenn man jetzt so ein bisschen auf die Lyrics geht, ja, und so, ich hatte ja zumindest die Chance, die beiden Releasen-Singles Tequila und Make You zu hören. Ja. Die sind super soft und super schön und sie sind auch super sexuell und offensichtlich auch super queer. Wenn ich fragen darf, steckt da auch für dich so eine Art, ich sag mal, queer-politischer oder sexualpädagogischer Auftrag drin? Also es geht viel um Konsens offensichtlich, es ist ja ein Lehrstück, man kann ja eine Menge daraus wirklich ableiten, auch übertragen aufs eigene Leben, also weil du ja ganz offensichtlich davon berichtest, wie Kommunikation funktioniert, dass nicht die Dinge einfach geschehen, sondern ja, dass das lyrische Ich sehr, sehr konkret benennt, worauf es Lust hat und wie die Dinge ausgestaltet werden können. Ist das für dich auch ein Anliegen, über Konsens und queeren Sex zu erzählen, oder ist das quasi einfach so der Nebeneffekt und eigentlich interpretiere ich da viel zu viel rein? Das ist tatsächlich, ja, das war auf jeden Fall ein Hintergrundgedanke bei mir, als ich Femdom angefangen habe. Mir ist das sehr wichtig, irgendwie Konsens in meinen Texten rüberzubringen und ja, da auch irgendwie Leute aware für zu machen. Und ich finde, dass Dom ein sehr schöner Kontrast ist zu der Musik, die ich mache. Ja, ich bin gespannt, was danach so kommen wird an Musik. Ja, das sind wir natürlich auch, weil wir wissen ja schon jetzt, dass dein Album in Arbeit ist. Ja. Ich habe gelesen, das Label, unter dem du veröffentlichen wirst, ist ADHD Records. Das ist natürlich, bumm, da wird's. Das zog natürlich als Person, die zwar neurotypisch ist, aber sich viel mit dem Thema Neurodivergenz befasst. Ist das sozusagen nur so ein Claim oder irgendwie so ein, ja, ein Sticker, oder ist es tatsächlich eine inhaltliche Angelegenheit auch des Labels? Also das Label besteht aus... Also das ist eher so ein Kollektiv an Friends und wir sind queer und neurodivers und machen zusammen Musik und tauschen uns aus und helfen uns gegenseitig. Genau, das ist noch so am Anfang, aber es ist eher so ein Austausch an queeren, neurodiversen Peeps. Ja, fantastisch. Ich habe das noch nie gehört, dass dieses Thema, dieser also so Identitätslayer sozusagen überhaupt in Musik, also es gibt, weiß nicht, mir fällt zum Beispiel der Song ADHD von Sia Sky ein, ja, wo das auch explizit thematisiert, ja, wird, aber dass sich so eine ganze Labelstruktur oder so eine, ja, so ein Musikkollektiv irgendwie explizit darum dreht oder sich darüber findet und das auch so benennt, weil das ja gesellschaftlich auch viel als ja, viel mit verschiedenen Stigmata belegt ist und, ne, aber dass das so offen und vorne dran benannt ist, finde ich immer ganz, ganz großartig und bin gespannt, wer in euren Strukturen noch veröffentlicht wird. Gibt es denn schon einen konkreten Plan für die Veröffentlichung des Albums oder sagst du, nee, wir machen das ohne Stress und gucken mal, wann es entsteht, oder gibt es schon irgendwas, was wir in unseren Kalender eintragen können? Noch nichts Konkretes, aber ich habe schon ganz viele Songs, die nur darauf warten, fertig produziert zu werden. Ich hoffe irgendwann Richtung Herbst, Winter. Okay. Und gibt es auch schon einen Albumtitel, den du... Den muss ich mir noch überlegen. Okay. Ja. Alles klar. Femdom, vielen herzlichen Dank für deine, ja, wunderschöne Musik. Ich werde es auf jeden Fall weiterverfolgen. Queers in Concert ist für mich eine hervorragende Gelegenheit, neue Musik kennenzulernen. Und du gehörst jetzt auf jeden Fall in meine Playlist und ich hoffe auch in die Playlisten vieler anderer, dankeschön, Queers und Queer Friends. Und ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Toll. Vielen Dank, dass du heute Abend diese Schwutzbühne bespielt hast. Danke, ja, dir. Dankeschön. So, liebe Leute, ihr Menschen daheim, ihr werdet es merken, wir gehen kurz in ein Zwischenbild. Ihr lieben Anwesenden, euch kann ich verraten, wir brauchen noch ein Viertelstündchen für den Umbau. Ihr macht es euch gemütlich in der Zwischenzeit. Vielleicht werden es auch nur 12 Minuten, wir werden sehen. Viertel vor, roundabout, sag mal. Bis gleich. Thank you.
Thank you.
Liebe Leute, wenn ich euch noch mal herzlich vor die Bühne bitten dürfte, es geht nämlich weiter. Everybody gather around. Ihr findet einen schönen Platz im Raum und den braucht ihr auch, denn jetzt geht's richtig rund, liebe Leute. Ich weiß, dass der nachfolgende Act den Begriff Queer Rap für sich überhaupt nicht benutzt und beansprucht. Und mit anderen Labels arbeitet. Aber ich muss sagen, für mich war sein Schaffen in den letzten 10 Jahren wirklich eine wichtige Referenz, also für mich als queerer Rap-Artist. Und ich finde es krass zu wissen, dass er heute Abend hier ist. Also wirklich, weil mich wirft das direkt so 10 Jahre zurück. Das ist eine erstaunliche Zeit. Es ist viel passiert seither. Er war auf unzähligen Bühnen, auf der halben Welt unterwegs, ist eine große Inspiration für viele Leute in der Fashion-Industrie gewesen und beehrt uns heute Abend in unserem herzallerliebsten Schwutz. Peoples, glaubt es oder nicht? It is Zebra fucking Cats. Zebra fucking Cats. Accueille tout de suite Zebra Cats avec. Par Zebra Cats. P de Zebra Cats. Sex.
Yo, hot spirit in the dark and stormy weather. Do a strip of rain dance and make it down, poor cheddar. Hot spirit in the dark and stormy weather. Do a strip of rain dance and make it down, poor cheddar. I see you, I see you. Yes, I do. I see you from across the room. I fucking mean what you feel in my moves. Hey bitch, I know that you can tell that I'm so in love with you. Why the magic tricks who you're trying to fool? I see it in your eyes and I know it's true. Little baby, you a peekaboo. Playing, you don't see me when I know you do. I just wanna love you, no bugaboo. Duck, duck, goose, I'm a hunchin' boo. Hey bitch, I know that you can tell that I'm so in love with you. Why the magic tricks who you're trying to fool? I see it in your eyes and I know it's true. Little baby, you a peekaboo. Playing, you don't see me when I know you do. I just wanna love you, no bugaboo. Duck, duck, goose, I'm a hunchaboo.
duck, duck, goose, I'm a hunching bull. Fuck you, you bit in your whole crew. Schwartz. Can I get some more music on the stage, please? I'm feeling you're feeling me, how we're feeling is fine. I think it's broken, the potion is infiltrating our mind. The beat sets off an emotion and then our bodies entwine. We lose control to commotion and then fall backwards in time. I'm having visions, I'm tripping, whispers the voice of a heathen. The night it thickens, black wickens, tick tock, heart skips a beating. Take the second to breathe in, then our energies deepen. Then we're vibing, we're creeping into the darkness, we're reaping. I love it when we do it like that, that. Yeah, when you shake it like that, that. I love it when you do it like that, that. Drop it on the floor and swing it right back. Spin around the world and twist it like that. Shake that ass and make a fast that. Love it when you dirty, wine, wine. Get on top and grind, grind. Do your thing, just take your time. Do your thing, just take your cent. Bites and 10 cent dollar cent. Bites and 10 cent dollar cent. Bites and 10 cent dollar. Girl, wanna make me. I'm feeling you're feeling me, how you feeling, we're fine. I think it's broken, the potion is infiltrating our mind. The beat sets off an emotion and then our bodies entwine. We lose control to commotion and then fall backwards in time. I'm having visions, we're dripping, whispers the voice of a heathen. The night it thickens, black wickens, sick tongue, heart skips a beating. Take a second to breathe in, then our energy's deepen. Then we vibing, we creeping into the darkness for reaping. Into the darkness for reaping. Into the darkness for reaping. I sent 10 cent dollar sent. I sent 10 cent dollar sent. I sent 10 cent dollar. Girl, wanna make me holler. You would cry. Sing along if you know the lyrics. I can't do it alone. From my eye, go drip, drip, drop. Dance so hotter than a melting pot. DJ play it from the top. Chop it, scoop it, make it hot. Damn, you really hit the spot. Back to the bar for another shot. Get butt like a beast in a china shop. Bathroom line all around the block. With it straight to the front, would you drop that guap? Up in the city with a kind of pop. Two turned up, don't call the cop. 4 a.m. when the music stops. Just from my eye, go drip, drip, drop. It's my party. I cry if I want to. I'm so damn hot. I can fly if I want to. You just might too. If you're living like I do, so go ahead, boo. Catch life if you want to. It's my party. Yeah. If it happened to you. Yeah, yeah, yeah. Yeah. If it happened to you. Yo, yeah, yeah, yeah.
it's my party. I cry if I want to. I'm so damn high, I could fly if I want to. Yeah, it's my party. I could cry if I want to. And you just might cry too. Oh wait, hold up. How rude of me not even to introduce myself. My name is Zebra fucking Cats. Feels good to be doing shows in Berlin, doesn't it? Yeah, it does, it really does, it feels great. I need your help, Berlin. This next one, I just can't get through it alone. I'm gonna say first name, Zebra. First name. Last name, Cats. Middle name, fucking, what you know about that. You can help me with that, can't you? First name, Zero. Last name, Cats. Middle name, fucking, what you know about that. Fucking, what you know about that. First name, Zero. Last name, middle name. Fuck you, now let's go, Berlin. Thank the Lord that I made it. My bitches think that I'm famous. Real niggas know what my name is. Cats roll it up and then bang this. Thank the Lord that I made it. My bitches think that I'm famous. Real niggas know what my name is. Cats roll it up and then bang this. Thank y'all, gifted in black light. If you come for me, you better think twice. Don't press your luck, don't roll your dice. I'll press your buttons, I'll steal your rice. Thank y'all, gifted in black light. If you come for me, you better think twice. Don't press your luck, don't roll your dice. I'll press your buttons, I'll steal your rice. Bust a blunt, roll it up. Pour the drink up in my cup. I'm feeling good, I'm feeling right. These bitches trying to fuck tonight. Bust a blunt, roll it up. Pour the drink up in my cup. I'm feeling good, feeling right. Bitches trying to fuck tonight. First name, Zebra. Last name, middle name. Come on. First name, Zebra. Last name, middle name. No, I up in that bitch like, hey, ho, to kiss on the cheeks, a pat and a hug. Walk up in that bitch like, hey, ho, to kiss on the cheeks, a pat and a hug. First of all, don't try it, please. These fuck bitches ain't shit to me. Don't subtweet, you can add Z. Better come correct, wanna fuck with me. First of all, don't try it, please. These fuck bitches ain't shit to me. Don't subtweet, you can add me. Better come correct, wanna fuck with me. I rock it, sock it, then bop it. Pussy pop it and drop it. Wind it up and tock it. I let it twirl and spit, watch. I'm in the days, I can't stop it. I'm in the days, I can't stop it. I rock it, sock it, then bop it. I pussy pop it, then drop it. First name, last name, middle name. Come on. First name, last name, middle name. No, I ain't here to make friends, bruh. Leave the fuck shit at the door. Ho, these motherfuckers still don't know. It's my 10th year on a world tour. No, I ain't here to make friends, bruh. Leave the fuck shit at the door. Ho, these motherfuckers still don't know. It's my 10th year on a world tour. It's my time to just say shit. Fuck it up and reclaim this. A&R's can't explain it. Fuck bitches can't attain it. It's my time to just say shit. Fuck it up and reclaim this. A&R's can't explain it. Fuck bitches can't attain it. I'm styling on them, ain't pay for shit. I'm wildin' on them, that jungle tip. That's soft serving that chocolate dick. That's soft serving that chocolate dick. I'm styling on them, ain't pay. Come on, Berlin. I really need your help. Let's show YouTube how we do it. First name, last name, middle name. Come on. First name, last name, middle name. First name, Zebra. Last name, Cats. Middle name, fucking what you know about.
You guys are beautiful. Thank you so much. I couldn't have done it without you. Oh, perfect. One more? We got some more in us? Let's Zebra fucking cat. This song here is called I'm a Reed. It just turned 10 years old, so I guess you could say this song is my child, my spawn, my legacy, Confederacy, yeah, all that. I'm a dead bitch. 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 I'ma read that bitch. I'ma school that bitch. I'ma take that bitch to college. I'ma give that bitch some knowledge. I'ma read that bitch. I'ma school that bitch. I'ma take that bitch to college. I'ma give that bitch some knowledge. I'ma read, I'ma read, I'ma read. I'ma read, I'ma read, I'ma read. I'ma read that bitch. I'm 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 that bitch. School's in, I'ma read that bitch. I'ma write a dissertation to excuse my shit when I act out of line and I spit and I kick and I rip and I dick and I yard trick. What bitch, you don't like my shit? What bitch wanna fight me? Trick in the back of the classroom, steady talking shit. Better shut ass up before I reach real quick. I'ma reach that bitch. I'ma teach that bitch. I'ma take that bitch to college. I'ma give that bitch some knowledge. I'ma read that bitch. I'ma school that bitch. That bitch to college. I'ma give that bitch some knowledge. I'ma read, I'ma read, I'ma read. I'ma read, I'ma read, I'ma read. I'ma read that bitch. I'm that bitch. I'm that bitch. I'm that bitch. First period, gon' give a fuck. Second period, gon' get cut. Lunchtime, feed that bitch. Like without a dent, I'ma lead that bitch. As president, I'ma lead that bitch. Taking my side, I don't need that bitch. School's out, bell starts ringing. Better watch out, cause I'm gonna start swinging. School's out, bell starts ringing. Better watch out, cause I'm gonna start swinging. I'ma chop that bitch. I'ma slice that bitch. I'ma dice that bitch. I'ma ice that bitch. I don't like that bitch. I'ma fight that bitch. I'ma read, I'ma read, I'ma read. I'ma read, I'ma read, I'ma read. I'ma read, I'ma read, I'ma read. I'ma. It's gonna be cohesive. It's gonna be my thesis. It's gonna be cohesive. It's gonna be my thesis. Proofread that bitch. I don't like that bitch. Proofread that bitch. I don't like that bitch. Proofread that bitch. I don't like that bitch. Proofread that bitch. Okay, we're good. Thank you. Thank you for reading with me. This next song is called Tear the House Up. I'ma get down on this beat.
tear the house up and get down on this beat. I'ma tear the house up and get down on this beat. Down on this beat, down on this beat. I'ma tear the house up and get down on this beat. Yeah. Tear the house up and get down on this beat. I'ma tear the house up and get down on this beat. Down on this beat, down on this beat. Yo, let's go way, way back to the basics. Damn, motherfucker really just can't take it. Sniffing all around and wanna bite, wanna taste it. I'm that cat, I'm the black cat. Yeah, I'm that bitch that does it like that. You don't gotta say it cause the cat got your tongue. I don't gotta say it cause bitch, I get it done. Tell me what you did, what you done, done. What you ain't know, motherfucker, I'm the one. What you ain't know, motherfucker, I'm the one. Nah, none of these bitches in the back want some. New young dark lane, winning to the city, keep it bad to the ball school fish, looking pretty, pretty. No, no, the girl can't cope. Yes, bitch, I know too dope. Bird like a polar bear, cause it's ice cold. Tell the house up and get down on this beat. Tell the house up and get down on this beat. Tell the house up and get down on this beat. Down on this beat, down on this beat. I'ma tell the house up and get down on this beat. Yeah. Tell the house up and get down on this beat. Come on. Tell the house up and get down on this beat. Down on this beat, down on this beat. I'ma tear the house up and get down on this beat. When I'm up in your city, burn up on a good shit. Pop champagne, get a hella pit. Young black beast, you bet I'm gon' eat. Put it on your plate, you're hungry, bitch. Eat, don't be a D-pigeon, cause this shit what they eat. I'm the underling king of the dark world thing. I'm the darling king of the damn floor thing. Come, come, play, kitten from the street, bang, bang. Demon, stripper on the beat. Known to run a market, fuck it up, leave it wet and hot. Oh no, not they begging me to tip it up. Oh no, not they begging me to tip it up. Oh no, not they begging me to tip it up. Latest album, Less Is More. I'm selling merch out there. Do your thing. Let's go.
Yo, what it do? Is it Bo GQ or interview? On the runway, ready for the shoot. Left guard got me looking hella cute. Yo, I'm in the mood. No, I can't stand still, I gotta move. On the runway, I need room. Yo, ZK, drop the tune. When I'm locked in, ain't no stopping. I'm so dropping, the beat keep dropping. Ain't no stopping, the beat keep dropping. I'm so hopping. When I'm locked in, I'm so hopping. When I'm locked in, ain't no stopping, the beat keep dropping. Ain't no stopping, ain't no stopping. Stopping to be key dropping. Yo, yo, what a time to be alive, just living my life. Fuck bitches on the right, whole life had to fight. Can't find my type, this shit ain't right. Can't lie, I tried, I'm surprised. I said, what a time to be alive, just living my life. Fuck bitches on the right, whole life had to fight. Can't find my type, this shit ain't right. Can't lie, I tried, I'm surprised. I survived just a little bit of two. No need to be rude, or you can't be true. Me really in the dude, on a kitty like a flea. Zoom buzzing in the breeze, hiding in me. Have mercy on me, ran through that. See me holding on, I was speeding through that. You ain't living that life, you ain't living that life. Niggas gotta fight. That's motherfucking right, yeah, that's motherfucking right. Then a nigga got it in, and a fag went ham. Then a sissy fucking man, hot damn, hot damn. It's my name in your mouth, I was born in the south. From the palms to the beach, the west Indies. Black wicked on the flow, oh, so original. And if you didn't know, now you know, now you know. Black wicked on the flow, oh, so original. And if you didn't know, now you know, now you know. Going in, I'm going in, and this time I might need me a real big one. The way I do my thing is a goddamn sin. Like, shit, where do I begin? Yo, it's time to get it in. Who's up and coming for the next big win? Oh, you can't beat me, I'm the dancehall king. Yeah, I've been around the world and I'ma do it again. I'm ahead, banging, dread, having hair, swinging, pants, sagging, ass, shaking, feet, stomping, is it all over my face? I want the nerve, working, head, jerking, neck, swerving, toe, tapping, head, bopping, beat, dropping, stank all over my face. Yo. Yo, I'm in the mood. No, I can't stand still, I gotta move. On the dance floor, I need room. Yo, drop the tune. Yo, I'm in the mood. No, I can't stand still, I gotta move. On the dance floor, I need room. Yo, ZK, drop the tune. Schwartz, here's the concert. Thank you for having me. My name is Zebra fucking Cat. And yeah, get up, turn out. Live your best life, you know what I mean? Ray, Ham, Harry. Give a shout out to my DJ. And give a shout out to yourself. Thank you, Berlin. Viel zu krass. Viel zu krass. Okay. Did this just happen? Hallo, ey, nicht zu fassen, wie krass seid ihr? Another one, another one! Thank you.
So hat's begonnen, so ist es geendet. Unfassbar. Liebe Leute, können wir bitte noch einfach mal einmal realisieren, was da gerade passiert ist? Zebra fucking Cats! Großartig! Wunderschön! Wow! Ich werde mich auch gleich wieder beruhigen müssen, denn ich werde gleich mit Melissa, der Kuratorin des heutigen Abends, sprechen und danach noch mit Zebra Cats da drüben. Und danach treffen wir uns alle hier wieder und sehen den dritten Act des Abends. Bis gleich, liebe Leute. Ich auch. Melissa schnattert hier noch. Und ich versuche gerade wieder das Endorphin in meinem Körper dahin zurückzubringen, wo es herkam. Ich bin gerade ein bisschen fertig mit Nerven im besten Ich bin Sinne. Auch durcheinander. War geil. Liebe Melissa, unglaublich. Du bist verantwortlich dafür, dass diese wunderbaren Performances heute Abend stattfinden. Vielen Dank, dass du die erste Kuratorin bist in der ersten Ausgabe der zweiten Staffel von Queers in Concert. Ich darf dir ein paar Fragen stellen und will natürlich sofort als allererstes wissen, warum Femdom, warum Zebra Cats, warum Cuckoo Chloe? Erstmal auch vielen Dank an alle Beteiligten. Es hat mir riesen Spaß gemacht, zu diesem Team dazu zu stoßen und den ersten Abend hosten zu dürfen. Warum die Acts? Ich mag auf jeden Fall die Verschränkung zwischen Live-Acts und Clubkultur. Ich komme aus dem Club, aber ich war auch schon immer auf Konzerten. Deshalb, wir haben es gerade gesehen, es funktioniert einfach total gut. Ein paar Lichter, ein guter Sound und alle rasten aus und dann fühle ich mich einfach total wohl. Und zu Femdom auch, ich finde, es kann nicht genug Femme, Love, Femme Musik geben. Deshalb war ich auch von Anfang an schon hooked, als ich auf die ersten Tracks gestoßen bin und bin total froh, dass das Konzert hier stattgefunden hat. Ja, ich bin sehr happy und ich freue mich jetzt auch auf den dritten Act. Aber was war das gerade? Ja, ich bin immer noch so total, wow. Ich war so, genau das. Hast du Zebra Cats vorher schon mal live gesehen? Irgendwann? Eben nicht. Also wir sind, glaube ich, so zeitgleich in die Stadt gekommen, so vor 10 Jahren. Und seitdem ist mir Zebra Cats auch immer im Begriff und ich habe es auch immer fleißig gehört. Aber es hat sich nie ergeben, dass ich Zebra Cats live gesehen habe. Deshalb wurde es an der Zeit und das ist heute jetzt gewesen und ich bin mega happy. Ich bin auch völlig fertig. Ich bin auch fertig. Ich muss nach Hause, ich kann nicht mehr. Ich bin alt. Unglaublich, ey. Hilfe. Jetzt muss ich mal hier, Entschuldigung, ich hätte das jetzt gerne so locker aus der Hüfte. Jetzt muss ich mich wirklich kurz auf mein Blatt zurücksortieren. Also, du machst ja nicht nur Veranstaltungen, du sorgst auch dafür, dass Veranstaltungen, die es schon gibt, dass es Clubs gibt, die es schon gibt und Leute, die eben veranstalten, dazulernen, Dinge verändern, zum Positiven. Ohne Leute wie dich in der Berliner Clubkultur wären wir ganz schön aufgeschmissen. Dann sähe es nämlich noch so aus wie in den 90ern hier. Zwar musikalisch vielleicht nicht, aber in Bezug auf Fragen von dem Abbau von diskriminierenden Strukturen hinter der Bühne, auf dem Dancefloor und so weiter. Das heißt, du bist mit einem sehr wichtigen Auftrag unterwegs und es geht dir eben darum, die Kulturlandschaft, die Clublandschaft, die gerne Diversity draufschreibt, dazu zu bringen, dass auch wirklich
Fortschrittlichkeit und diese Diversität, mit der man sich gerne ausstattet, auch wirklich drin ist. In deinem Infotext stand das sehr sortiert. Es gibt dieses Diversity-gerechte Ausgehen in Berlin als Projekttitel. Und es geht eben darum, eine wertschätzende, diskriminierungssensible Szene zu schaffen, an dem sich alle Menschen wohlfühlen können. Das ist ja eine Aufgabe, für die braucht man auch, ich sag mal, einen langen Atem. Denn das Bekenntnis ist oft schnell ausgesprochen. Mit der Umsetzung hakt's hier und da. Ich bemühe mich, vorsichtig zu bleiben. Es ist ein Prozess, ne? Es ist ein Prozess. Erzähl uns doch ein bisschen von dem Prozess. Wie gehst du vor? Wie bringst du die Veranstaltenden, die Clubs, diese ganzen Räume dazu, gute Schritte zu machen? Ja, erstmal muss ich dazu sagen, dass es auf jeden Fall eine Bereitschaft gibt, vielleicht noch mehr als vor ein paar Jahren, sich mit dem Thema Awareness and Diversity auseinanderzusetzen. Also stoßen wir schon eher auf offene Türen. Und was mich dann beschäftigt, ist, dass es eben nachhaltig ist, dass es authentisch ist, dass es wirklich so gemeint ist und dass es eben mit einem Sensibilisierungskurs nicht getan ist, sondern dass es eben klar wird, dass es ein gängiger Prozess ist und dass es eben auch tief in die Strukturen einsickern muss. Manche Clubs beispielsweise wundern sich, warum sie dann doch nur ein gleichförmiges Publikum anziehen. Und wenn man dann mal in die Strukturen guckt, in das Kernteam, wer diesen Raum hält, dann wird klar, dass es eben ja nur so divers sein kann, wie das Kernteam auch ist. Also es geht ganz viel darum, auch darauf aufmerksam zu machen, was es wirklich bedeutet, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen, also tiefgreifend, und dass es eben nicht aufhört. Aber machen wir es nochmal konkret. Was heißt denn, was bedeutet diese Umsetzung? Was bedeutet diese, wer ist diese Gleichförmigkeit, von der du so ein bisschen distanziert gerade gesprochen hast? Also was muss konkret passieren? Weil wir haben immer so eine Forschung davon, ja, alle müssen irgendwie offener werden und so und sich sensibilisieren. Aber was wären so ein paar To-Dos, die eben nicht einfach abhakbar sind, sondern Teil dieses Prozesses sind? Was sind so die Dinge, die du konkret anregst? Ja, teilweise clashen da auf jeden Fall mehrere Lebensrealitäten gerade aufeinander. Also gerade nach der Pandemie lässt sich feststellen, dass es ganz viele Kollektive gibt, ganz viele frische Kollektive, die Diversity auf jeden Fall schon in sich tragen, weil sie schon von ihrer Zusammensetzung verschiedene Perspektiven in sich tragen und vereinen, die eine ganz andere Selbstverständlichkeit haben, Awareness-Arbeit zu machen und direkt in ihre Partykonzepte mit einzubinden beispielsweise. Und die gehen an den Clubs, die vielleicht noch so ein bisschen, Nachholbedarf haben bei diesen Themen. Und du bist so diplomatisch. I know. Aber ja, ich aber ja. So arbeite ich total gerne. Also ich, ich sehe das auch. Ich sehe dann auch die Bereitschaft, sich auf diese neue Club-Realität sich einzulassen. Ich spüre sogar schon so ein bisschen so eine Machtverschiebung von diesen Kollektiven, die auch ganz selbstbewusst Dinge fordern und eben schon ganz viele Dinge mitbringen, von denen diese eher weißen Räume vielleicht noch lernen können. Und ich bin guter Hoffnung, dass es sich einpendelt, aber ich feiere das total, dass es mittlerweile sehr, sehr viele junge Kollektive gibt, die eben sehr selbstbewusst auch ihre Forderungen stellen und ihre Räume bilden und auch mit Gleichgesinnten teilen. Also es ist eine ganz schöne neue Entwicklung, finde ich. Und ich finde, es geht wirklich voran. Okay, alles klar. Also es sind nicht alle Team Arschtritt, sondern manche sind auch etwas geduldiger damit. Und das ist ja auch gut, dass es unterschiedliche Wege hin zu einer entdiskriminierenden, einer Clubgesellschaft, einer Clubkultur, einer Gesellschaft, die sich, jetzt redet hier jemand in meinem Ohr rum, liebe Regie, danke, okay, die gerne diese Schritte macht und diese Verantwortung auch als schön empfindet und sie gerne übernimmt. Okay, jetzt muss ich noch nach einer Sache fragen, die du selber in die Welt gesetzt hast, dein eigenes Festival-Baby, Ichiiche, das ja gerade vor wenigen Tagen die Hamburg-Edition hatte, auch schon in mehreren Ausgaben existiert. Erzähl uns von diesem wunderbaren Festival und schreib es uns in unsere Kalender. Ja, also Ichiiche ist ein Festival für neue anatolische Musik und ich bin selbst mit anatolischer Musik groß geworden, habe dann aber meine ersten Veranstaltungen eher in dieser Berlin Club Culture gemacht und
habe das irgendwie lange Zeit irgendwie ausgeklammert oder gedacht, dass das nicht zusammengeht und finde es jetzt total toll, ein Format entwickelt zu haben, in dem das eben alles zusammenpasst, auch verschiedene Anteile von mir. Und ja, wir haben einen Raum einfach gestaltet, der auf total positives Feedback von verschiedenen Communities stößt. Und ja, es macht richtig Bock. Auf jeden Fall. Hamburg war jetzt irgendwie das erste Mal, dass wir außerhalb Berlins unterwegs waren. Aber wir planen, das häufiger zu machen. Aber das Mutterschiff bleibt in Berlin und erst wieder am 3. Juni. Aber wenn ich jetzt ein bisschen spoilern darf, wir haben 3 kleinere Events noch im Herbst, Winter in Neukölln geplant. Okay, das heißt, wir abonnieren alle den Itiche-Kanal und lassen uns, und deinen natürlich auch. Es ist nämlich, liebe Leute, damit ihr es mitkriegt, es ist Melissa Kolokisagil, du bist die Kuratorin des heutigen Abends und wir sind dir unfassbar dankbar, nicht nur für deine Arbeit in der Clublandschaft, für das Itiche-Festival, sondern auch für dieses Wahnsinnsprogramm heute Abend. Vielen lieben Dank. Danke euch nochmal. Danke auch dir. Juhu! So, und als nächstes, jetzt kommt das Endorphin zurück. Yeah! Ich gebe gerne mein Mikrofon ab. Melissa macht den Platz frei für den eben gesehenen Act. Holy crap. Okay. I need some... No, I've already had my moments to gather myself. Zebra Cats, this was incredible. Like, can we invent some new words for what we've just seen, please? This was like outer limits. Wow, thank you so much. I really enjoyed it. And obviously, I wasn't the only one. Oh, thank you. Thank you. So, you already said it on stage, there's that baby, that 10-year-old baby. Yeah, it's my child. Your child. Yeah. The song Amarie turned 10 this summer. It did. And, you know, I know that you're not into those categories. You are someone like a free spirit. Unboxed. Unboxed, yeah. Yeah. So, which means that it has been boxes before? No, never. There's a lot of boxes out there, but okay. Unless there's a dick in that box, you better stay away. Yeah. Especially me. Exactly. All right, but would you tell us about your artistic journey since then? What were the most challenging and nurturing projects since then? I think the most challenging thing would be being an independent artist and I guess the demand that is required of you to kind of excel in this industry while just doing your best. And I think that's probably like the most challenging thing for me, but I persevered and I continue to self-release my work and go against the naysayers. And yeah, I mean, yeah, I just kept it going, you know, and I think Amarie being released in 2012, I think a lot has changed since then. Like streaming has changed. That was just, you know, a song I put on MySpace to decorate my page. And then it ended up taking off and being used by Rick Owens. So a lot has happened. A lot has changed. You know, there weren't like streaming platforms before then, you know, mm-hmm. So yeah, a lot has changed, but everything has been terrific. I'm really happy with my success and where I am now. So, yeah, it's been a great triumph. You already said it, that you're kind of refusing the ideas of marketability and the limitation that goes with these ideas of this is how you got to work in the music industry. So you're an independent artist, which means that there are certain obstacles, but a lot of freedom. Yeah, I mean, I don't post enough on social media, so I'm trying to do that more. I think today about this event was probably the first thing I posted in like 6 months. So I'm trying to like be more about that game because I realize how important it is. But at the end of the day, I don't really have anyone barking down my throat to do it. So I do it mostly to connect with my fans and people that care. Which totally works. Opposed to doing it just to like be like, oh, I'm relevant, I'm here, I'm doing stuff. You I'm are. Posting, the world is burning. Woo, look at me. You know, like, bitch, I'm she. No, I'm just kidding. But her. I mean, me. And yeah, it's just been a lot of fun. yeah. So the internet said that you're based in Berlin. Is it true? One song you said you kicked yourself out of Berghain. That means you are in Berlin. In Berlin when I kicked myself out of Berghain. And that Maybe song was Berghain's on my song Zad Drums off Less Is More, my debut album. I released in March 20th.
2020 when the world changed. And yeah, it was kind of like an ironic joke about thinking I'm the shit and I'm that bitch and like no one could tell me anything. So instead of having security kick me out, I gracefully kicked myself out. Gracefully. Just to save them the work because they wouldn't want to deal with a bitch like me. So yeah, it was, you know, fun times. My friends were actually in the room when I recorded that song. So it's just the LOL moms for us. But yeah. I've been living here for 5 years. So, but you're not living in, anymore in Berlin? No, I've been here. You kicked yourself out of Berlin. No, I live here. I've been here for 5 years. I have an artist visa here. Oh, I do the bureaucracy. I go back to the immigration office every year to 2 years. It's a lot of fun. Okay. And yeah, so. So that means that Schwutz is not a foreign place to you? No, not at all. I was here at the Kitty Smile Unique show. I've been here for a lot of the Queers and Concerts series. And yeah, I recently played Hole Festival, DJed there. And yeah, getting ready to go on tour in America. And then I have some shows in Europe as well. So hopefully I'll be doing a ticketed show in Berlin next year. We gonna and be there. And a new album, yeah. I am gonna be there. Please, you're invited. You're all invited. Okay, one last question. I read on the internet somewhere that you were asked, what would you want written on your tombstone? And you answered with the title of your current album, Less is More. It's a very, like, I started listening to it and I instantly knew I gotta, like, explore and dive deeper. And there's so much to discover. Yeah. This is a very deep, lots of, you know, layers and stuff. An incredible album. Please tell us about the title and your, like, the core idea of it. Yeah. It came out such a long time ago, I kind of felt like it was a stillborn. And I haven't really answered this question in such a long time. And I feel like the album and the creative process in making it and releasing it in a time when I felt the world was in triumph. And there was a lot of things said, unsaid, that kind of needed to be discussed, but take a lot of labor in order to explain to people that didn't necessarily have the same background as you or same upbringing. So yeah, it's really dense and it deals with a lot of those intersections. And yeah, I don't know, it's hard to explain. I would definitely say Less is More. It's a continuation of my senior thesis, More Contradictions, which I debuted at La Mama Theater in New York in 2007. And that was the solo performance piece that I created Zebra Cats and several other characters in. And it was my senior thesis. It was cohesive. Mm-hmm. And I guess 8 years later, I decided to independently release my album, Less Is More, a continuation of that and a continuation into the character Zebra Cats. And I kind of, it was just a cultivation of everything I've learned in the last 10 years and applying it to the practice I have now. And I think my creative process is completely unique and, it's hard for me to describe. It's kind of something that happens in the moment. And that everybody's got experience. So go there, get the album, and really take time to listen to it. It's a masterpiece. I'm also selling merchandise and like all that stuff on ZebraCast.com. Yeah, the so support over there. Artists because we don't need miss support. It. And streams don't pay bills. Indeed, buy it. Go buy it. But thank you so much. It was a great show, and thank you all for having me. Thank you so much. Like I'm blessed. It was really, as I said, when Emma Reed came out, I was already there, and I listened to it, and I loved it. Oh, thank you so much. And thank still, you for continuing to listen. Thank you so it. Much, Zebra Cats. Oh, thank you all. Zebra fucking cats. Liebe Leute, ich wandere jetzt zurück auf die Bühne und finde hoffentlich den richtigen Zettel, der mir die Informationen reicht, die ich euch wissen lassen will, anlässlich des letzten Acts dieses Abends. So, wander, wander, wander. On my way, on my way. Da sind wir. On my way, on my way. Das war schön. Davon träume ich heute Nacht. Okay, alle wieder da, alle wieder beisammen, alle wieder gesammelt, alle versorgt, sehr schön. Ihr hoffentlich zu Hause auch noch dabei. Es ist nämlich so, dass das große Finale heute Abend von einer Person gebildet wird, die in ihrem künstlerischen Ausdruck tatsächlich sehr einzigartig und sehr faszinierend ist. Kryptisch, sexy, fordernd, bisschen spooky auch, um ehrlich zu sein, aber auf jeden Fall der Zeit ziemlich voraus. Sie ist Performerin, Sängerin, Producer, Teil des Nuxi-Kollektivs,
Liebe Anwesende, diese Bühne wird nun bearbeitet von Kuku Chloe. Yeah. Yeah, how are you doing tonight? I want you to be doing great. I'm feeling quite good as well. Oh, do you feel as good as I do? Okay, I just need one sec because, you know, I need to set my stuff up just for a sec. So I can tell you a story, but I won't because fuck it. I'll do that later. Okay. So, sorry, I'm not ready yet. Let's get ready together. Are you enjoying the night for now? Are you enjoying? Yeah? Yeah? Okay, good. Well, I'm about to as well. Once again, 1 minute and I'm yours. Are you mine? Okay, let's go. But I promise we're gonna be moving, yeah? Can I have a bit less light on stage? I feel seen. I'm a pity of my Gucci. When I bought it, I think of you, yeah. When I bought it, I get too high. When I bought this weather from outside, well, what the fuck, I'm painting up my Gucci. When I bought that, I think of you, yeah. When I bought that, I get too high. When I bought this.
Well, you know what? It's a shame I'm French because they would call me Shakespeare. Okay, well, you know what? I'm a bit out of breath, so I'm just gonna like slow it down for one sec. And then after that, we're gonna dance, yeah? Fuck yeah. That is so cute.
up your phone. Love the way I write. Love the way I write. Love the way I write. It's a small cost for full screen on the wall. Love the way I write. Which I am. Calvote. 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 Thank you.
It's been some time that I do by my side. A little emotional one. And you have gone, still wasting to fall. One thing from you. Okay, can I ask all your lighters up, like your phone, all the lights up. Make me look ugly, look how I'm sweating. I'm not actually beauty. Don't be shy, what the fuck? Oh, no, I'm not playing, no, more. What? A bit more. Un peu plus. Ooh, I start to like it. Look at me, a bit more. I'm gonna be difficult, a bit more. Come on, a tiny bit more. You're all the shy ones, you're... I'm shy, am I shy? Mm-hmm. Okay, fine. Mm-hmm. Okay? No, that's a joke. Let it go.
beautiful. You make me happy. It's just this thing with you and me. With me is you, boy, call me free. It's just this thing with you and me. With me is you, boy, call me free. It's just this thing with you and me. With me is you, boy, call me. The eyes in my family is my flag dancing cross. The bandage, the nose, it trips the body. Faster, yeah? It's just this thing with you and me. With me is you, boy, call me free. I prefer like that. It's just this thing with you and me. With me is you, boy, call me free. Those trips and body feels sad. It's just this thing with you and me. With me is you, boy, call me. Something to tell you, and you know what, you can say shut up, but I can't hear you because I'm here and I still won't shut up. So wait, who is freaking out right now? No, who is freak out? Look at me, get down. Look at me now. Well, I'm not Lady Gaga, but fuck it. I got a song with her. Do you want to hear it? Freak out, freak out, freak out, freak out. Get down. Freak out, freak out, freak out, freak out. Look at me now. This is all I ever wanted. Freak out, freak out, freak out, freak out.
So, I'm sweating. Fucking hell, give me a break. It's my next single. It's not finished, but it's gonna go somewhere, but right now it's the way it is. Fuck it. Sort of shit. Yeah, I'll be back, I guess.
I can't see shit without my glasses, but glasses are a look. I'm not ready yet for it, but I'm really done. But am I naughty if I don't want to be done? Can I play a new song? Okay. So basically, I'm done with my own music, but I think I want to play a song I really like. That's not me. Can I DJ for a minute? Ooh, okay, fuck it. Just tell me what to fuck up and I would leave. I'm a kiss for a kiss.
We've just ex. Dun, 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 dun. Oh, we love this song. Just experience the artistry, power, intensity, and wonders of Cuckoo Chloe. Yo, I love you guys. Thank you. That's beautiful. I feel gigglish. Thank you so much. Cuckoo Chloe, everybody. What a performance. I know you're going to tour in the U.S. Your plane leaves soon. You're going to be in Los Angeles tomorrow morning. Who is in L.A. tomorrow? Well, I am, but you're here now. Well, you should be in L.A. with me tomorrow, I think. Okay. So, Cuckoo Chloe, thanks so much. Safe travels. Thank you so much. Wow. This stage has been rocked. Great. Liebe Leute, vielen, vielen Dank für euer Dasein, für euer Feiern, für eure Queerness, dafür, dass wir hier im Schwutz heute Abend zusammengekommen sind. Es war ein wundervoller Abend, für mich auf jeden Fall. Ich gehe davon aus, dass die eine oder andere Person auch ein bisschen Spaß hatte. Es wirkte so auf mich. Vielen Dank an die Initiative Musik, Neustadt Kultur, BKM Medienkultur und das Schwutz allen voran, euch natürlich und unseren großartigen Gästen, Fandom, Zebra Cats und Cuckoo Chloe. Danke an Melissa fürs Kuratieren. Wenn ihr Lust habt, seid ihr einfach morgen direkt wieder dabei, denn die zweite Ausgabe Queers in Concert folgt morgen Abend hier wieder auf dieser Bühne.
Kuratieren wird diesmal Joseph Phoenix und es gibt Musik von Easter und A.E. Ja, denke ich nämlich auch. Wenn ihr noch Lust habt, eine Runde zu bleiben, drüben in der Pepsi Boston Bar geht noch, wird noch steil gegangen. Und ansonsten kommt gut heim, passt aufeinander auf. Es war mir eine Freude für euch, das rahmengebende Moderationselement gewesen zu sein. Bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Ciao. Gute Nacht.